Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Eins vorweg, solltet ihr euch fragen, warum ich auch schon wieder tot persönlich. Ich bin seit ungefähr 24 Stunden auf den Beinen, habe Nachtschicht hinter mir, jetzt auf Tour, also entschuldigt mich, soll ich heute auch mal ein bisschen wirres Zeug reden. Nichtsdestotrotz, wir sind heute bei einem Hotel oder in einem Hotel unterwegs. Wir haben gerade schon mal im Erdgeschoss ein bisschen durchgeschaut. Ist echt interessant. Es steht auch noch viel rum. Es ist schon viel zerstört, aber dennoch sehr interessant. Und wenn ihr wissen wollt, was es gibt, bleibt jetzt dran. Viel Spaß mit dem Video. Aktuell befindet man sich jetzt hier im ehemaligen Eingangsbereich vom Hotel. Ihr seht auch schon hier, wie gesagt, da haben wieder Idioten ganz schön gewütet. Da steht noch eine alte Ledercouch. Da hinten das komplette Fenster eingeschmissen. Also Vandalismus werden wir heute leider auch ziemlich viel sehen. Hier war mal die Rezeption früher. Die Palme hier hat auch schon länger kein Wasser mehr gesehen. Ja, hier geht es dann in die Zimmer hoch. Da schauen wir aber gleich mal hin. Und hier haben wir nämlich noch einen schönen Licht, schönen Billardtisch, der eigentlich gar nicht mal so schlecht ausschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch hier wieder so eine Ledercouch. Wie gesagt, ich verstehe halt auch nicht, warum man sowas einfach hier zurücklässt. Weil ich meine, es gibt bestimmt einige, die sowas sammeln und oder beziehungsweise für zu Hause haben wollen. Und ist, ich meine, ich bin jetzt kein Experte, aber es fühlt sich definitiv an wie Echtleder. Das ist schon richtig cool. Ja, schauen wir mal. Weil ich habe da vorne irgendwas vom Badebereich gelesen, was da so geboten ist. Hier haben wir schon mal zwei Telefonzellen. Die schauen wir uns gleich mal an. Ja gut, Toiletten filme ich jetzt nicht, ihr wisst Bescheid. Ja, und ich glaube, wenn meine Kamera fokussiert, könntet ihr es auch erkennen jetzt. Es handelt sich hierbei um ein Wählscheibentelefon. Also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie alt das hier ist. Verlassen wurde das Hotel, ich glaube, 2016. Oha. Weil es ja doch nicht wirklich auf dem neuesten Stand ist. Und der Umbau, weil ihr werdet es dann auch sehen. Oh cool. Ihr werdet es dann auch sehen. Also es ist halt wirklich ein riesen Gebäudekomplex. Duschen, Toiletten. So, jetzt machen wir mal das Licht aus. Sollten irgendwelche Fußgänger vorbeigehen. Ja, hier haben wir jetzt den Poolbereich. Der war auch vorher mal mit einer Plane abgedeckt. Warum sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Schaut aus, wie als wenn sie hier schon mal das Renovieren angefangen hätten, weil die kompletten Decken abgehängt sind. Ja, eigentlich echt schade drum. Aber wie gesagt, ihr werdet es dann auch sehen. Das Hotel ist halt wirklich riesengroß. Und ich denke auch mal, dass es mit nicht ganz unerheblichen Kosten einherging, das hier wieder herrichten zu wollen. Jetzt weiß ich auch warum, weil da vorne stand nämlich, wo wir gerade durch sind, durch die Tür, da stand nämlich ein Schild, dass der Badebereich wegen Umbauarbeiten geschlossen worden ist oder geschlossen ist zurzeit. Deswegen schaut es hier so aus. Also das wurde dann praktisch, hier noch ein altes Solarium, das wurde dann praktisch zu dem Zeitpunkt, wo das Hotel noch geöffnet war, wurde hier schon renoviert oder angefangen zu renovieren. Aber ja, wie man hier sehen kann, leider nie wirklich fertig geworden. Schauen wir mal, ob ich hier runter vorbeikomme, ohne ins Becken zu fallen. Weil ohne Wasser ist es immer nicht so lustig. Haben wir noch so ein schönes Wandbild. Ja, also wir sind gerade durch die Umkleidekabinen der Damen. Dort sind die Umkleidekabinen der Herren. Und hier geht es in die Sauna. Schauen wir uns das mal an. Ja, Toilette. Oha. Okay.
Also auch allein schon der Saunabereich ist halt auch schon ziemlich groß. Ja, hier eine ganz normale Sauna. Hier wieder duschen. Also ich stelle mir das auch mega, mega cool vor, von wie das hier früher mal ausgesehen haben muss. Ja, hier ist so eine zweite Sauna gewesen, denke ich. Oder vielleicht so ein Umkleideraum, wo hier Kleiderhaken hängen. Aber das muss schon mal richtig cool gewesen sein hier. Aktuell sind wir jetzt hier in so einem kleinen Gastraum, in so einer Gaststätte am anderen Ende vom Gebäude. Wir schauen jetzt mal, wie gesagt, ich weiß noch nicht so wirklich hundertprozentig, wo wir anfangen hier und wo wir aufhören, weil wirklich das Gebäude schon ziemlich groß ist. Da haben wir so eine Kuchenauslage. Ja, und hier war früher die Bar, beziehungsweise der Tresen. Hier ist nichts mehr. Ah, hier war mal ein Kühlhaus. Okay. Ja, aber wie gesagt, auch hier, hier liegt halt schon alles rum. Da liegt noch ein alter Staubwedel. Ja, dann gehen wir jetzt mal in den Gang, der vorführt Richtung Eingangsbereich. Ich bin noch nicht alleine. Ich habe vorhin schon irgendwie Stimmen gehört. Da es gibt Wildspezialitäten. Hier haben wir dann noch so eine Art, ich weiß nicht, was es ist, vielleicht so eine Projektionswand oder irgend sowas. Ja, und hier haben wir dann eine Kegelbahn. Das ist auch cool. So, ich muss jetzt bloß noch mein Handy auf lautlos stellen, weil es gerade schon wieder gebingt hat. Ja, aber von der Kegelbahn, ja doch, da vorne könnten sogar noch Kegel drin sein, wenn ich von dem, was ich hier so erkennen kann. Ja, da liegt auf jeden Fall noch eine. Dann können wir uns das ganze Ding hier mal von hinten anschauen. Hier war die Klingel für den Strike. Da liegt ein kleiner Kegel. Ja, und so sieht das ganze Ding von hinten aus. Ja, damit wurden die Kegel früher wieder aufgestellt. Da unten sieht man die, ich habe keine Ahnung, warum die da so Löcher drin haben. Aber die Kegel haben unten auch so Pins dran. Hier kann man das recht gut erkennen. Also wenn sich da irgendjemand von euch auskennt, hier drin ist eine geile Akustik, hier ist alles gedämmt. Wenn sich da jemand auskennt von euch, der kann das gerne mal in die Kommentare schreiben, warum die da so eine komische, ja, so einen komischen Nupsi unten dran haben. Generell ist die Kegelbahn recht komisch. Dann schaut euch mal die schmale Bahn an. Also ich kenne das immer irgendwie breiter. Keine Ahnung, ob das irgendwie eine spezielle Kegelbahn war für irgendein spezielles Kegeln. Da kenne ich mich leider nicht so aus, aber es schaut halt schon komisch aus. Kugel kommt. Ja, hier wird dann die Steuerungseinheit für die einzelnen Anlagen. So, schauen wir mal. Da hinten haben wir nur Toiletten. Da. Die, wie gesagt, schauen wir uns nicht an. Wie gesagt, Toiletten müsst ihr da mittlerweile kennen. Und hier sieht man auch ganz schön, dass das Hotel früher wahrscheinlich irgendwelche Seminare angeboten hat. Weil das hier ist so ein klassischer Seminarraum mit einem U-Form-Tisch, der alte Overhead-Projektor, ein Bild, was sogar noch an der Wand ist und ganz an der Wand hängt und ganz ist. Wahnsinn. Flipchart. Also es ist nicht alles kaputt. Es ist viel kaputt, aber Gott sei Dank noch nicht alles. So, schauen wir uns hier mal weiter um. Okay, hier haben wir so eine Art Bibliothek, da liegt auch nochmal so ein Kegel. Da könnt ihr den Bibbus nochmal sehen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was der für eine
Ding erfüllt für eine, für ein Soll. Ja, und hier Handelsrechnungen mit chinesischen Zeichen. Ich glaube, das war vielleicht auch mal in chinesischer Hand. Ich bin mir aber nicht sicher, wie gesagt. Ja, und hier noch die ganzen alten Bücher. Schon eine krasse Location. Auch wenn sie, wie gesagt, ziemlich kaputt ist. Und hier haben wir dann nochmal so ein... Ja, schaut mir nach Büro aus. Vielleicht Hotelleitung mal gewesen. Aber das war definitiv ein Büro. Da stehen auch nur überall Akten unten am Boden. Was steht da? Berufsgenossenschaft. Ich muss nur mal kurz... Ne, das kann ich nicht zeigen. Da steht der Name drauf. Jo. Gut. Wenn man jetzt hier vorgeht und dann links rum, wenn meine Kamera scharf stellt, links rum, dann kommen wir wieder zu dem Eingangsbereich. Ja, Eingangsbereich kommen wir da, genau. Und da waren wir aber schon, also schauen wir mal eine Etage weiter hoch. Okay Leute, wir haben das Erdgeschoss verlassen. Sind jetzt im ersten Stock und ja, auch hier sieht man wieder, also... Ich weiß nicht so recht. Wir dachten eigentlich, dass es noch besser ausschaut, aber hier haben wahrscheinlich wieder irgendwelche Vollidioten ihren Zorn ausgelassen und hier alles wirklich in Schutt und Asche gelegt. Also ihr werdet es jetzt auch gleich in dem Gang nochmal sehen. Das schaut echt böse aus. Und hier haben wir noch so einen alten Fernsehprojektor. Also Fernseher, den kenne ich noch aus der Schule. Da hatten wir auch immer solche Dinge. Ist ja witzig. Was haben wir hier? Warner Home Video, Free Willy. Auch cool. Ich sehe noch einen Feuerlöscher. Moment, bevor noch jemand schreit, wann ist der geprüft worden? Am 3.2015. Und am 3.2017 wäre die nächste Prüfung gewesen. Also kommt es schon ganz gut hin, dass es hier seit 2016 verlassen ist. Ja, hier hat sich auch jemand ausgelebt. Da liegen überall die ganzen Essensreste. Boah, nö. Hier gehe ich nicht hin. Ihr stinkt bestialisch. Boah, für Teufel. Ja, was haben wir hier noch? Okay, hier steht noch ein Bett. Doppelbett. Ne, das, nee, ich glaube, das sind Einzelbetten. Die sind nur zusammengeschoben. Aber warum sind die sonst so hoch an der Seite? Ja, ich denke, das sind zusammengeschobene Einzelbetten. Das ist auch recht komisch da hinten an der Wand, das weiße Viereck, wie als wenn da irgendwas zugemacht wurde. Und ich gehe davon aus, dass das hier das Badezimmer ist vom Zimmer, genau. Ja, aber wie gesagt, das brauchen wir uns leider nicht anzuschauen, die sind alle komplett zerstört. Ja, und hier seht ihr auch schon in dem Gang, dass hier wirklich nicht mehr wirklich sonderlich viel so ist, wie es mal war. Gut, das sind noch so alte Uraltvorhänge. Hier noch eine alte, schaut aus wie eine DDR-Lampe. Okay, hier haben wir jetzt sogar noch ein Einbauradio, gehe ich mal davon aus, dass das ein Radio ist. Ja, Toiletten natürlich auch wieder komplett zerstört. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Besprechungsraum, so einen Konferenzraum nochmal. So. Aber auch alles schon ziemlich kaputt und leer. Da oben haben wir übrigens noch was Interessantes. Das könnt ihr jetzt hier durchs Fenster mal kurz sehen. Da gehen wir auch nachher nochmal genauer drauf ein, was das ist. Beziehungsweise weiß ich noch nicht, wie ich das Video genannt habe. Vielleicht wisst ihr das auch schon aus dem Thumbnail bzw. vom Videotitel, was uns hier noch so schönes erwartet. Wahnsinn, schaut's hier aus. Schaut's hier aus. Hier überall die ganzen Stühle. Wahnsinn. Okay, Rednerpult. Hier war wahrscheinlich mal eine Lampe oder Mikrofon dran. Ja, war eine Lampe. Wow. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich mit viel gerechnet. Aber dass es so kaputt ist. Wir haben kurze Zeit vorher
noch andere Bilder gesehen auf Instagram und das sah bei Weitem nicht so schlimm aus. Hier der ganze Müll. Ich weiß ja nicht, wo der ganze Müll herkommt, wo die den hergetragen haben überall. Keine Ahnung. Ja, also Tagungsräume gab es hier definitiv genügend für große und kleine Veranstaltungen. Also damit war auf jeden Fall gedient. Hier liegt noch Bettzeug rum. Da noch Sammelkarten. Also wenn jemand sich für Fußball interessiert, haben hier so ein Sammelheft mit Fußballkarten. Aufzüge. Ah, Restaurant und Frühstücksraum. Okay. Also hier haben wir schon mal Raum Frankfurt. Okay. Krass. Ich weiß nicht. Also so wie das hier hergerichtet ist, hätte das vielleicht mal, keine Ahnung, für eine Hochzeit hergerichtet werden sollen. Ich weiß es nicht. Das hier vorne saß dann das Brautpaar mit einem Standesbeamten. Und hier hinten dann die Gäste. Aber Gäste sitzen ja normalerweise nicht an solchen Tischen bei einer Hochzeit. Also das ist eigentlich eher selten. Ja. Aber wie gesagt, das ist echt schade. Also ich hätte wirklich gehofft, dass es hier noch nicht so schlimm ausschaut. Aber wie gesagt, Idioten sterben halt nie aus. So, hier sind wir jetzt nochmal in so einem Gang. Da war hier so ein altes Telefon. Das ist aber genau wieder das gleiche wie unten. Also ihr seht auch hier mit Wählscheibe. Okay, hier haben wir Raum, LAN und Toiletten. Da hinten rechts sind Toiletten. Und hier haben wir zugestellten Konferenzraum, hier mit so einer Behandlungsliege, vielleicht erste Hilfeliege, ich weiß es nicht. Ja, der Overhead-Projektor hier hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Gut, ich denke, was ich gesehen habe, kommen wir hier in die Küche. Jawohl, hier kommen wir in die Küche. Boah, ist das ekelhaft. Hier haben wir Kühlraum. Und wie gesagt, ihr seht es halt auch selber. Stand der Technik ist hier wirklich vor was weiß ich wie vielen Jahren stehen geblieben. Und das dann wieder auf den aktuellen Stand zu bringen, das war halt für das Gebäude einfach nicht rentabel. Denke ich jetzt einfach mal, dass es daran liegt. Ja, so verrottet jetzt hier alles leider vor sich hin. Und wird von irgendwelchen hirnverbrannten Arschlöchern kaputtgeschlagen. Hier auch noch. Boah, da sind sogar noch Essensreste drin. Ekelhaft. Boah. Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn. Hier ist wahrscheinlich. Also Leute, sollte einer von euch in der Küche lernen oder gelernt haben oder Küchenchef sein, warum gibt es immer solche abgetrennten Büros, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ist das das Büro vom Chefkoch oder was ist das? Das gibt es in jeder Großküche oder in so ziemlich jeder Großküche, aber ich habe keine Ahnung, was es ist, aber wie gesagt, ich habe es halt jetzt immer als Büro für den Chefkoch abgetan. Ob das so ist oder nicht, weiß ich nicht. Ihr könnt es aber gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wissen solltet. Ja, hier stehen auch noch Gläser vom Abspülen einfach stehen gelassen. Hier so eine alte Spülpistole. Ich glaube, ich bin sogar gerade an einem Grill vorbeigerannt. Ja, genau. Hier ist ein Grill. Wahnsinn. Hinten die Tür auch schon komplett zerdremmelt. Also Overhead-Projektoren hatten sie auch genügend. Schade drum. Echt schade drum. Vor allen Dingen hätte ich das Gebäude ganz gerne mal gesehen, wo hier noch keine Idioten gehaust haben.
Okay, da darf ich nicht hinfilmen, da steht der Name wieder dran. Ja, das hier war wahrscheinlich so ein Lagerregal Frühstück. Aha. So, jetzt muss ich da nochmal drüber schwenken, weil wie gesagt, hier steht der Name drauf. Und sonst muss ich nachher hinterher wieder so viel pixeln. Dann lieber gleich nicht filmen. Hier haben wir nochmal ein Treppenhaus. Und ich habe irgendwas Ekelhaftes unter dem Schuh kleben. Okay, das scheint mir jetzt wieder hier so eine Art Hausmeisterlager zu sein. Ihr seht hier überall, ja, verschiedensten Sachen rumliegen. Steckdosen, Büroklammern, irgendwelche Glühbirnen, Malerutensilien. Also wie gesagt, ich denke, dass das hier so ein Lager vom Hausmeister war. Gut, jetzt schauen wir hier nochmal komplett rum und dann sehen wir uns im Speisesaal wieder. Gut Leute, wir sind mittlerweile im Speisesaal angekommen. Ihr seht hier gerade den aufgeräumten Teil vom Speisesaal. Und hier kommt der Idiotenteil. Hier haben sie auch, ich weiß nicht, was das hier mal war, eine Telefonzelle oder irgendwas. Oder vielleicht so einen Ausstellungskasten für irgendwas. Ja, das war ein Ausstellungskasten. Da ist die Beleuchtung umgeschmissen. Alles kaputt. Ich denke mal, dass hier mal Wein ausgestellt war. Hier kann man noch so eine Wein... Was steht da drauf? Klim. Ich kann es nicht aussprechen. Aber es ist auf jeden Fall Wein. Ja, da ist wieder die Küche. Hier, ich verstehe es nicht. So eine Salatbar. Warum? Warum schmeißt man die um? Was hat man davon, wenn man so eine Salatbar umschmeißt? Also wirklich, manchen Leuten, denen haben es einfach wirklich ins Hirn geschissen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Hier war mal angerichtet. Anders kann ich mir das echt nicht mehr erklären. Weil... Weiß ich nicht. Ich meine, ihr wisst alle, es gibt dämliche Menschen, es gibt saudämliche Menschen. Aber manche übertreiben es echt. Na gut, hier hatten wir dann noch so einen kleinen Saal gehabt. Das war dann praktisch für so kleinere Veranstaltungen. Und hier Tischdecken. Und hier war nochmal so ein Lager für Deko und Tischdecken, denke ich. Wahnsinn. Also... Man ist halt wirklich nur noch fassungslos. Man geht hier mit einem Hass durch die Location, weil man weiß, wie sie vorher aussah und jetzt sieht, wie es jetzt ausschaut. Und es ist einfach nur zum Kotzen. Ich habe keine Ahnung, was das da draußen ist. Was ist denn das? Ich mache mal hier das... Oh Gott. Bleibt das... Ja, das geht. Was steht da drauf? Irgendwas mit Blue. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also wenn jemand von euch zufällig weiß, was das für ein Tisch ist, wofür man sowas benutzt, ebenfalls gerne in die Kommentare damit. So, jetzt schauen wir uns noch ein paar Zimmer an, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal rüber in die andere Halle und dann seht ihr, was uns da so erwartet. Mittlerweile im zweiten OG. Hier hat jemand sich die Mühe gemacht und hat sämtliche Fernsehgeräte von den Zimmern, ja, einfach auf den Gang gestellt. Warum? Ich weiß es nicht. Oh wei. Ach du Scheiße. Wahnsinn. Also Leute, entschuldigt bitte meine Reaktion und auch meine Wortwahl, aber schaut euch das mal an. Wie dumm muss man sein? Warum? Warum macht man sowas? Ich verstehe es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Von dem Gang hier, da gibt es so geile Bilder. Mittlerweile einfach nur noch Chaos. Gut, die Zimmernummern, die finde ich ganz cool. Nur noch Chaos. Was liegt hier? Das Neue Testament. Oh, was haben wir hier? Was kann ich jetzt hier zeigen, was nicht? Okay. Das, was ihr nicht sehen dürft, halte ich jetzt mal zu oben. Da haben wir so eine TV-Liste, wo was ist. So. Also,
bin fassungslos. Ich bin echt fassungslos, wie das hier ausschaut. Richtig schlimm. Gut. Boah, hier stinkt es auch noch richtig nach Schweiß. Ja, so blöd klingt, es stinkt einfach nach Schweiß. Wie gesagt, ihr seht ja auch hier, dass die ganze Zeit überall Teppichboden ist. Hier ist überall Teppichboden und ja, ist halt nicht so hygienisch wie Holz, Laminat, Fliesen. Und ich denke mal, wie gesagt, das wird auch einer der Gründe sein, warum das Hotel hier eben dicht gemacht wurde. Hier vorne auch, haben es damals wahrscheinlich einfach die Fensterscheibe eingeschlagen und ja, wurde versucht zu sichern. Man sieht, wie es geklappt hat. Gar nicht. Nee, also ich bin da mittlerweile wirklich viel gewohnt, was Zerstörung am Lost Place betrifft. Aber hier ist ja wirklich keine Schraube mehr da, wo sie hingehört. Also hier haben sie sich richtig ausgetobt. Leute, mittlerweile sind wir im dritten Stock und ja. Man denkt immer, schlimmer kann es eigentlich gar nicht kommen, aber es geht. Wahnsinn. Also ich hoffe bloß, dass uns da drüben die Halle, dass uns da keine böse Überraschung erwartet, aber oh, hier hängt sogar noch ein Schlüssel dran. Kann man das, nee, kann ich nicht zeigen, steht der Name drauf. Wobei es hier mittlerweile, ja, so schade es ist, dass man das sagen muss. Aber hier ist es mittlerweile auch schon egal, ob jemand weiß, wo das Gebäude ist oder nicht, oder wie das Gebäude heißt. Nichtsdestotrotz werde ich es natürlich trotzdem nicht verraten. Wer jetzt gedacht hat, er kann fragen. Nö. Aber viel zum Kaputtmachen gibt es hier leider nicht mehr. Also da haben sie sich schon wirklich so ausgelebt. Das ist hier wirklich, ja, ist vorbei. Aber ansonsten, ihr seht auch hier, es sieht halt jeder Raum sieht gleich aus. Ich denke mal, dass das hier so eine Art, ja, Premium-Zimmer war, nenne ich es jetzt einfach mal. Und hier ist Bett. Da hängt sogar noch ein Bild an der Wand. Mich wundert es nur, dass es überhaupt noch hängt. Und hier, das ist zugesperrt, aber das geht rüber ins andere Zimmer. Also man konnte die Zimmer dann wahrscheinlich beide mieten. Was ist das hier? Okay, das ist ein Rauchmelder. Ja, das war mal ein Rauchmelder. Ich denke, dass man die Zimmer auch zusammen mieten konnte. Und dann konnte man das aufsperren. Und ja, dann haben halt in einem Zimmer, da ist die Tür von der anderen Seite, haben halt in dem einen Zimmer dann die Kinder geschlafen und in dem anderen Zimmer die Eltern. Aber so wirklich wohlfühlen würde ich mich hier drin auch nicht. Also wo es noch in Betrieb war, weil wenn ich eine Zimmertür, also eine normale Zimmertür im Gästezimmer hätte, da hört man jedes Wort durch. Schlimmer wie durch eine Wand. Also, weiß ich nicht. Ja. Wie gesagt, Leute, ich kann gerade wirklich nicht mehr viel dazu sagen, weil es ist halt wirklich alles kaputt hier. Hier haben wir noch so eine kleine Schale mit Duschgel. Gut. Ich glaube, ein Stockwerk haben wir noch. Auch wenn ich weiß, was uns da erwartet, oder ich kann es mir denken, dann sehen wir uns da oben wieder. So Leute, ich bin jetzt in der fünften Etage. Die vierte Etage erspare ich euch. Ja, gut. Ich glaube, die fünfte hätte ich euch auch ersparen können. Ihr seht selber. Es schaut hier genauso schlimm aus. So. Wahnsinn.
Ich habe jetzt keinen Bock, über die Tür zu steigen, nur um euch dann hier das Chaos zu zeigen. Aber es ist schon ganz schön ekelhafte Luft hier oben. Ziemlich warm, ziemlich stickig. Kann man hier, naja, hier geht es um die Ecke. Okay. Also hier war auf jeden Fall, boah, es ist eine ekelhafte Luft hier drin. Ach du Kacke. Also hier ist der Dekoraum. Boah, ist das ekelhaft. Okay, hier ist auch Dekoraum. Hier ist Bettenraum. Also ich denke, dass diese Etage hier, zum Schluss dann hauptsächlich nur noch als Lageretage verwendet wurde. Hier könnt ihr die ganzen Minibars sehen aus den Zimmern. So schauen sie aus. Leer. Ja, hier war auch noch mal ein Bett. Das war so Einzelzimmer hier, aber für Einzelzimmer dann doch ziemlich groß. Gibt es hier auch noch vielleicht wenigstens ein Zimmer. Ja, hier sind auch noch kaputte Fernseher. Ich bin ja immer noch der Hoffnung, dass ich wenigstens ein Zimmer finde, was noch einigermaßen nach was ausschaut, aber ich glaube, dafür sind wir leider zu spät. Ja, hier ist der letzte Raum und hier geht es dann wieder. Oh halt, hier ist noch was. Okay. Okay. Also Waschbären im Zimmer. Aber das hier schaut mir aus nach so einer Art Wohnung. Ja, das war definitiv meine Wohnung. Entweder Hausmeister oder Besitzer von dem Hotel. Aber das hier war definitiv mal ein Wohnzimmer. Das Bad. Ja, und wie gesagt, hier anhand von den Fliesen und von der Wanne könnt ihr euch ungefähr denken, in welchem Jahrhundert das Gebäude hängen geblieben ist. Dementsprechend war es halt einfach nicht mehr auf dem Stand der Technik und ja, war einfach zu teuer, das wieder herzurichten. Und jetzt vergammelt es hier vor sich hin und wird von Idioten zerstört. Was steht hier? Schimmel im Zimmer. Zulassen. Okay. Da hinten hat schon jemand ein Anfang für ein neues Dachfenster gemacht, wie es ausschaut. Aber Hauptsache ein Eimer drunter gestellt, dass es ja nicht reinregnet. Ja, und das hier war mal die Küche. Gut Leute, genug des Elends. Wir schauen jetzt mal nach unten und hoffen jetzt einfach mal, dass wir in der Halle, die sich jetzt da drüben befindet, mehr Glück haben. So Leute, aktuell wieder draußen. Da ist die ominöse Halle. Wie gesagt, ich erwarte mir da jetzt gerade nicht so viel, wenn man das Gebäude schon von außen mal anschaut und weiß, wie es innen ausschaut, dann können wir uns jetzt, glaube ich, nur denken, wie es in der Halle ausschaut. Ich hoffe jetzt einfach mal, weil hier ist eine Tür offen, dass das auch der Eingang ist zu der Halle. Und dann schauen wir mal, was uns da für ein Chaos drin erwartet. Aber wie gesagt, ich bin mittlerweile, da nicht mehr so gute Dinge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe. Boah, stinkt's hier. Okay. Also wir sind jetzt hier in der Tennishalle. Und ich muss sagen, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Ich hätte es mir echt schlimmer vorgestellt vom Vandalismus her. Aber hier gehen halt überall die Deckenplatten schon runter. Man hört auch, wie die Halle arbeitet. Ich weiß nicht, ich glaube im Video wird man das nicht hören. Aber man hört, dass die Deckenplatten arbeiten und hier stinkt es auch übel nach Styropor. Aber sonst gibt es ja eigentlich auch nicht sonderlich viel zu sehen. Da vorne aber noch Umkleiden, die sind aber komplett leer. Jo.
Ja, Leute, das war's jetzt hier mit dem völlig zerstörten Hotel mit, wie man im Hintergrund sieht, riesen Tennishalle. Wie gesagt, ich hätte mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Es war interessant, aber wie gesagt, da sieht man halt mal wieder die Dummheit der Menschheit, dass manche Leute halt wirklich nichts Besseres zu tun haben, außer hierher zu gehen und alles zu zerstören. Was man daran finden kann, kann ich euch leider nicht beantworten, aber wie gesagt, jeden Morgen steht ein Depp auf und hier ist es nicht anders. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn dem so ist, natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, den Kanal natürlich auch gerne kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.